Willkommen bei Mittwoch Quarantäne Workout. Genau, wir starten wie immer mit dem Warm-up. Beide verfolgen bestimmte Zeitmuster. Eigentlich seid ihr ziemlich gewöhnt für sowas. Das ist 8 Runden, 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause. Und wir wechseln erstmal zwei Übungen miteinander. Starten erstmal mit dem Russian Twist und Superman Twist. Das Ganze sieht wie folgt aus. Russian Twist hinsetzen. Hinsetzen, Beine gerade. Durchrotieren, 20 Sekunden lang. Dann Farbelage. Füße zusammen. Hopp. 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 Auch 20 Sekunden lang, ja. Und dann wieder Jumping Jacks und Burpees. Das habt ihr, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ich zeige euch nochmal, wie das geht. Jumping Jacks. Und Burpees. Genau, auch wechseln wir das immer ab. Ja? Seid ihr damit fertig? Sind wir schon ein bisschen aufgewärmt und wurden anfangen mit Y's, T's und I's, also Buchstabe Y, Buchstabe T und Buchstabe I. Und es geht eigentlich darum, dass wir versuchen, aktivieren den Raum zwischen den Schulterblättern und verbessern unsere neurale Verbindung zwischen Muskulatur und eurem Steuergerät. Ja. Sieht die Folge aus. Folgen uns nach vorne, gerade, starten mit Eis, Schulterblätter zusammen, schieben die Arme nach vorne und wieder zurück, vorne und wieder zurück, 20 Sekunden lang, nach T, Buchstabe T, vorne und wieder nach hinten, Daumen reinrotieren. So, und davon machen wir drei Runden, jeweils 20 Sekunden. Also ihr habt 3 Minuten Arbeit. So, und danach ein Metcon auf Zeit. Und wir machen davon 4 Runden. 4 Runden so schnell, wie es geht. 50 Air Squats, ganz normale Kniebeugen. Stück, 40 Sit-Ups, 30 Hand-Release Push-Ups, 100 Burpee Tuck Ups, eine Kombination von Tuck Jumps und Burpees. Sieht wie folgt aus. Genau, Burpee Tuck Ups, 20 Stück. Wir machen 4 Runden davon, so schnell es geht. 50 Air Squats, 40 Sit-Ups, 30 Hand-Raise Push-Ups und 20 Burpee Tuck-Ups. Das war's, ihr Lieben. Bleibt gesund. Ich vermisse euch. Bis bald.